In diesem Video zeige ich dir, wie du die Questreihe rund um den Amurwurm abschließen kannst. Dadurch wirst du letzten Endes auch den jetzigen Geist freischalten. Und damit herzlich willkommen zu Patrick's Gaming. Schön, dass du am Start bist und um keine Zeit zu verlieren, geht es jetzt auch direkt mit dem ersten Schritt los. Zuallererst wird es dein Ziel sein, die Story so weit fortzusetzen, bis du in Kapitel 4 beim jetzigen Schrein ankommst. Den kannst du übrigens nicht verpassen und sobald du hier bist, nutzt du jetzt einfach denselben Weg wie ich, um die Quest zu starten. Beim jetzigen Spot angekommen, wird es als nächstes dein Ziel sein, den Wurm zu besiegen. Nachdem du den Kollegen besiegt hast, wird es als nächstes dein Ziel sein, drei Kokons zu finden. Und um möglichst schnell an diesen Questgegenstand zu gelangen, würde ich dir dazu raten, folgendermaßen vorzugehen. Zuallererst würde ich dir dazu raten, den jetzigen Talisman als Shortcut festzulegen. Denn jedes Mal, wenn wir mit unserem Run durch sind, wirst du diesen verwenden, um instant beim Schrein zu spawnen. Und dadurch werden dann auch alle Kokons respawnen. Beim Schrein angekommen, würde ich dir empfehlen, die Spinnennester in derselben Reihenfolge wie ich zu zerstören. Du kannst es zwar auch gerne anders machen, aber persönlich hatte ich hier die Erfahrung, dass es am besten funktioniert bzw. die Wahrscheinlichkeit auf den benötigten Questgegenstand am höchsten ist, wenn du die Eier in derselben Reihenfolge wie ich zerstörst. Da das Ganze aber etwas zufallsbasiert ist, kann es natürlich passieren, dass du den ein oder anderen Run starten musst, um auf die benötigten drei Kokons zu kommen. So schaut letzten Endes meine Herangehensweise aus und nachdem du die drei Kokons besitzt, begibst du dich als nächstes in die eigene Basis. Solltest du diese noch nicht freigeschaltet haben, würde ich dir zu folgendem Video von mir raten, da ich dir in diesem zeige, wie du deine eigene Basis schnell und einfach freischalten kannst. Beim Kollegen Chen angekommen, gibst du ihm als nächstes den Wurm. Danach begibst du dich zum Schrein und rastest dort einmal. Für den nächsten Schritt begibst du dich jetzt zum Wurm und fütterst diesen dreimal. Wichtig ist es hierbei zu wissen, dass du zwischen den jeweiligen Fütterungsvorgängen immer kurz abwartest, also genauso wie ich es jetzt im Video mache. Nachdem du den Kollegen dreimal gefüttert hast, begibst du dich als nächstes zum Schrein. Hier rastest du jetzt erneut und als nächstes suchst du erneut den Wurm auf. Und sollte ich dir mit diesem Video bislang weitergeholfen haben, lass mich das gerne mit einem Like wissen. Beim Wurm angekommen, kannst du diesen jetzt einsammeln und dadurch als Geist freischalten. Und somit endet auch diese Questreihe. Wie gewohnt kannst du jetzt weitere Guides zu Black Myth Wukong unten im Video anwählen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!